Der Anreiz zu arbeiten bestimmt sich auch über den Lohn. Und wenn man eine Grundrente auszahlt, dann wird der Anreiz sinken. Und insbesondere für diejenigen, die neu eintreten, die heute im Erwerbsleben sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich aufhören würde mit einem Grundeinkommen. Aber junge Leute, die können noch relativ lang mit 2.500 Franken auskommen. Mein Name ist Rudolf Minch, ich bin Chefökonom von Economy Swiss. Wer ich bin in der Person, ist ein Erdenbürger, dem es gefällt, in der Schweiz zu leben. Was motiviert Sie zu der Arbeit, die Sie jetzt machen? Meine Hauptmotivation ist die folgende. Wir haben in der Schweiz sehr eine intakte Umwelt, wir haben sehr gute Lebensbedingungen, aber auch sehr gute Jobs. Und unsere Aufgabe bei Economy Swiss ist dafür zu helfen oder mitzuhelfen, dass wir gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft haben, in der Zukunft auch, dass gute Jobs geschaffen werden, dass die Leute Arbeit haben und reich sind dabei. Wirtschaft braucht immer neue Ideen, braucht Impulse, braucht Inspiration, damit sie sich weiterentwickelt. Wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Menschen nicht ein Motor, um noch freier, noch mehr auf Augenhöhe, noch inspirierter, noch sinnerfüllter arbeiten zu können? Wir haben für diese Tätigkeiten in der Schweiz super Voraussetzungen. Es sind viele Leute, können sich beschäftigen mit ihren Ideen, mit ihren Träumen, obwohl sie angestellt sind. Wichtige und hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten an interessanten Tätigkeiten. Und dort hat man auch immer wieder Zeit, sei das als Angestellter, sei das als Selbstständiger, seine Träume selber zu verwirklichen. Können Sie sich vorstellen, dass man das in Zukunft vielleicht in 50 Jahren einfach selbstverständlich umdreht, dass man nicht mehr das Gefühl hat, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen? Oder das ist die Belohnung für meine Arbeit, sondern ich bekomme erst Geld, damit ich dann arbeiten kann. Ich denke, Geld ist eine Entschädigung für die Leistung, die man bringt. Das ist ein Symbol. Es könnte auch Naturalien sein, aber es muss eine Entschädigung sein, auch für die Arbeit, die man leistet. Eine Arbeit gegen eine Entschädigung ist auch ein Teil, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt. Das ist ein Geben und Nehmen. Die Gesellschaft gibt etwas oder die Arbeitgeber geben etwas und der Arbeitnehmer nimmt etwas. Und dieser Deal, der ist für alle von Vorteil. Ist dieser Deal vielleicht auch eine heilige Kuh? Ich bin Ökonom und Sie müssen nicht erstaunt sein, wenn ich sage, so tickt der Mensch einfach. Der Mensch will eine Belohnung, er will anerkannt sein. Und ob man das jetzt in einer Gruppe sich austauscht oder ob man das über Geldbeziehungen macht, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber eine Hängematte-Finanzierung ist nicht eigentlich hilfreich für viele. Für einige können damit umgehen, aber auch ein größerer Teil wird Schwierigkeiten haben, Geld zu bekommen, einfach weil man da ist. Stellen Sie sich vor, Sie geben als Wirtschaftsverband bekannt, wir sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist die Zukunft der Wirtschaft. Was würde passieren? Sie würden wahrscheinlich denken, der hat irgendwelche Tabletten geschluckt. Sehr gut.